Extra Herz, das Studentenmagazin. Hi Leute, ich stehe hier vor unserem wunderschönen Schloss Gottesaue. Ihr seht hier im Hintergrund Schloss Gottesaue Campus One, sagt unser Rektor immer. Ich mag das echt sehr gern. Und ich dachte, ich mache mal wieder ein neues Video, weil es gibt bei uns an der Hochschule gerade so viel Neues. Eigentlich ist das Neue, hauptsächlich dreht sich alles irgendwie um Gesang. Also ich meine, klar, Musikhochschule wird immer viel gesungen, aber zurzeit wird einfach so richtig viel gesungen. Wir haben einen neuen Prof da, aus Würzburg kommt der. Und mein Highlight, es war einer da, der Sprechgesang macht, also ein Rapper. Und der heißt, fand ich ganz witzig, nicht Neptun oder so, sondern der heißt Mars. Also der nennt sich Mars auch so wie der Planet und wie der Riegel. Und also ich, keine Ahnung, ich fand den einfach mega. Der macht Freestyle, aber nicht einfach Freestyle, sondern der steht quasi auf der Bühne und alle anderen können sich auf Facebook einloggen und er sieht das dann und er reagiert dann darauf. Die Herausforderung ist, dass man einen Reim findet. Natürlich muss der auch in Takt passen, es muss sich auch gut anhören, also flowen. Und es muss auch Sinn ergeben. Und das alles in einer begrenzten Zeit einfach zusammenzubringen, das ist das Interessante dran. Man kann sich da nicht verstellen, weil man intuitiv das Richtige macht. Das ist so, wie wenn du auf, sagen wir, wenn irgendeine Notsituation ist und man hilft automatisch und man springt weg, wenn ein Auto kommt. Das ist eine Sache, die passiert halt unterbewusst. Und so nehme ich das dann eben auch mit dem Freestyle. Ich muss halt reagieren und ich weiß, ich werde es tun. Und wie genau, schaue ich mir dann selber an und kommentiere es dann vielleicht in der nächsten Zeile. Und so hangelt man sich von Moment zu Moment. Freestyle sind immer einfach Einflüsse, die direkt kommen. Das habe ich schon lange nichts mehr gelesen. Da ist auch nichts gewesen. Dass ich eben mehrere Ansprechpersonen habe und da eben die richtige Balance zu finden, den Moment im Saal nicht zu verlieren, gleichzeitig aber Leute draußen zu adressieren und natürlich die Kommentare auch zu lesen und gleichzeitig dann zu verarbeiten. Da ist was anderes, ob jemand was ruft, dann hast du es unmittelbar, aber wenn du es liest, dann muss im Kopf nochmal taka-taka, was heißt das, was bedeutet das und was reimt sich drauf, ist auch nochmal so eine Sache. Alles, was ich hier verbreite, ist Reinschall. Werden manche Leute denken, noch ich will niemanden denken, aber die Veranstaltung muss an dieser Stelle irgendwann enden. Ich muss nämlich noch weg, ich habe nämlich ein Date. Ihr wollt jetzt wissen, dass wir regelmäßig reden, dann lag ihr Frau daheim und sie wartet schon. Okay, ayo, wie sieht's aus? Innovation, das ist der Reim, abwehrmäßig. Hab ich noch gar nicht verarbeitet, der Junge wird geschrieben, spricht aber, keiner macht mich mehr an als er, Mann, und deshalb würde ich sagen, das wär's dann. Naja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, es schreibt niemand mehr was. Also ich habe das erst später realisiert, dass die Technik da hängt. Ja, ich eigentlich ganz gut, dass ich das hier so erlebt habe. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre jetzt alleine daheim gehockt vor dem Laptop und hätte gerappt und hätte dann vielleicht irgendwann abgebrochen, weil ich gedacht habe, das guckt eh keiner, das interessiert keinen, keine Ahnung. Ja, aber man hat auf jeden Fall einen Input, das ist schon mal gut. Gerade in dem Saal jetzt war das Publikum schwach beleuchtet, da hätte ich jetzt gar nicht so viel machen können mit dem Publikum. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ende gewesen, weil es auf dem Punkt war und dann Schluss und genau das gesagt hat, das wäre es dann und es hat sich gereimt und das habe ich selber so nicht erwartet und deswegen, ich glaube, es war ganz gut. Ich singe eigentlich fast jeden Tag, aber ich singe lange nicht so professionell wie der Typ, der jetzt bei uns an der Hochschule ist. Verdammt nochmal, kann jetzt endlich mal der Typ einfach mal mit dem Mülleimer weggehen, Mann! Egal, die Sonne scheint und alles ist cool, der kotzt mich übel an, aber es ist egal. Also, der Typ, der bei uns jetzt neuer Prof ist, der heißt Christian, Kumpel von mir heißt auch so. Gut, viele heißen Christian, klar, aber
Egal. Und der singt auf jeden Fall. Der ist das Tenorsänger. Und der ist richtig gut, habe ich auf jeden Fall mitbekommen von seinen Studenten. Die sind extra mit ihm mitgekommen. Der war vorher in Würzburg Prof und die sind jetzt extra nach Karlsruhe mitgekommen. Also scheint auf jeden Fall ein richtig guter Typ zu sein. Ich habe ihn gesehen bei seinem Antrittskonzert hier im Wolfgang Riem Forum und ja. Sie hatten tolle Plätze in der Oper, ganz weit vorne, und Lenny saß zwischen seinen Eltern. Vor uns ist der Orchestergraben, dort sitzen die Musiker. Der große rote Vorhang geht hoch, wenn das Licht ausgeht, erklärte ihm die Mutter. Die Armen müssen im Graben sitzen, dachte Lenny und gähnte wie ein Scheunentor. Lenny war wirklich sehr, sehr müde. Wir sitzen so weit vorne, damit du alles genau sehen kannst, sagte seine Mutter. Na super, prappelte Lenny und gähnte wieder so, als ob er sie verschlucken wollte. Und frag ruhig, wenn du etwas nicht verstehst, aber nur ganz leise flüstern, fügte sie dann noch hinzu. Denk daran, was Opa gesagt hat. Wenn es dunkel wird, soll man die Augen zumachen. Das mache ich auch immer, flüsterte ihm sein Vater von der anderen Seite ins Ohr und grinste dabei. Das trifft sich gut, dachte Lenny, denn er konnte die Augen kaum noch offen halten. Und so geschah, was geschehen musste. Das Licht ging aus, Lenny schloss die Augen und schon war er eingeschlafen. Bei mir hing es vor allen Dingen mit meinen Kindern zusammen, dass ich immer so das Gefühl hatte, die Bücher, die es darüber gibt, sind immer welche, da muss man jetzt unbedingt was lernen. Und wenn ich mich jetzt in meine Kindheit zurückversetze, die ja eine Weile her ist, würde ich mal sagen, sobald ich das gemerkt habe, habe ich abgeschaltet und deswegen habe ich mir gesagt, dann versuche ich es mal selber mit Büchern, mit Geschichten, die dann Abenteuer sind, wo man nicht unbedingt was lernen muss, zumindest nicht augenfällig. Das ist einer der berühmtesten Ausschnitte für jeden Tenor aus der Walküre, die berühmten Welserufe. Wenn man dann irgendwann so weit ist, dass man gefragt wird, wollen Sie da auch singen, dass man so das Gefühl hat, okay, da habe ich jetzt mal wieder eine Stufe geschafft, von der man vielleicht vorher nur geträumt hat. Also ich habe davon sicher geträumt und für mich war es dann ganz fantastisch, da zu stehen, das zu machen. Was gleist dort hell im Glimmerschein, welch ein Strahlbricht aus der Esche strahlt. Bei der Oper ist man Teil eines ganz, ganz, ganz großen Ganzen. Da gibt es eine Inszenierung, da gibt es einen Regisseur, da gibt es Kostüme, Licht, Orchester, alles Mögliche. Und da muss man vielleicht nicht nur funktionieren, aber vor allen Dingen funktionieren. Lied ist dann doch die kleinstmögliche kammermusikalische Einheit, wo man auch eben ungefiltert die eigene Meinung, der eigene Zugang, das eigene Erzählen ermöglicht. Und man ist eben nicht so abhängig von sehr vielen anderen Faktoren wie in der Oper. Drei Tage waren Sonn und Stern und Erd und Himmel mehr verschwunden. Von Lust und Leiden, die mein Herz bei ihr bald weiten, bald zerrissen. Ja, das ist ein absolut überwältigend, wenn man so einem Mann gegenübersteht. Ganz fantastisch, der hat wirklich versucht, mich so zu nehmen, wie ich bin und mir mit meiner Art zu singen, meiner Stimme, dieses Universum zu eröffnen, was man dann beim Lied machen kann. Es war einer der Höhepunkte, nicht nur in meiner Ausbildung, sondern wirklich in der Karriere. Gott sei Dank, das alte Neues. Baritonisten haben immer Höhenschwierigkeiten. Für mich ist es einfach existenziell, dass wenn ich mich dafür entscheide, Lehrer zu sein, dass ich diese Verantwortung auch wirklich irgendwo ganz aktiv in mein Leben und in meine Karriere übertrage oder beziehungsweise übertragen habe.
dazu gehört, ein bisschen auf manche Dinge zu verzichten. Keine Ahnung, an Semesterende zum Beispiel ist es sehr schwierig, ein Opernprojekt zu machen. Da kann man nicht mehrere Wochen weg sein. Das geht einfach nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, wo die Prioritäten sind. Und ich habe das Glück, dass es mir relativ leicht fällt, dann dafür zu entscheiden, zum Leidwesen meines Managements manchmal, dass ich halt dann sage, das geht in der Zeit überhaupt nicht, weil das sind viele Prüfungen, da muss ich meine Studenten vorbereiten. Und das ist eine Priorität, die mir wichtig ist, weil ich könnte ansonsten diesen Beruf des Lehrers, des Professors nicht ausüben, weil ich könnte einfach morgens nicht in den Spiegel gucken. Es geht bei gedämpfter Trommelklang, wie weit noch die Städte der Weg, wie lang, wo wär er zu Ruhe und alles vorbei. Ich glaub, es bricht mir das Herz entzwei. Ich hab in der Welt nur ihn geliebt, nur ihn, ihm jetzt man den Tod noch gibt. Bei klingendem Spiele wird paradiert. Dazu bin auch ich kommandiert. Das habe ich bei meinem Antrittskonzert auch erzählt, diese verrückte Begebenheit in meiner Ausbildung, dass ich wahrscheinlich gar nicht zum klassischen Gesang gekommen wäre, wenn der Stimmbildner, den ich hatte, als ich in den Domchor gekommen bin nach Freiburg, es nicht verstanden hätte, wenn der mir jetzt mit Schubert, Mozart oder Händel oder sowas kommt, dass ich dann wahrscheinlich gesagt hätte, okay, das mache ich nicht. Und der hat dann zum Glück diesen Trick angewandt und hat mich Gospel singen lassen. Lenny rieb sich verschlafen die Augen. »Fantastisch, was für eine Aufführung«, sagte eine Stimme, und Lenny drehte den Kopf zur Seite. Da saß seine Mutter und schaute ihn vorwurfsvoll an. »Na, ausgeschlafen«, fragte sie. »Mach dir nichts draus, ich bin auch ab und zu eingenickt«, brummte eine ebenfalls bekannte Stimme von der anderen Seite. Lenny drehte sich um und erblickte seinen Vater, der ihn anlachte und mit den Augen zwinkerte.